Schönen guten Tag. So, Hartmann ist mein Name, bin der Computerfachmann. Wo ist das Problem? Ja, mein Computer ist abgestürzt. Ja, das Problem haben hier viele in der Firma. Skalpell. Pinzette. Tupfer. Käse. Käse? Ja, Käse schließt den Magen. Los jetzt! Aus dem Kapitol in Köln. Die Wochenshow. Hallo und Abend, ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Panne, Siegfried und Roy haben sich verzaubert. Jubel, Toni Polster feiert zweiten Abstieg in Folge. Und heiß, Table Dance wird immer beliebter. Die Themen der Woche. In Monaco ist die Begeisterung groß, nicht nur wegen des Formel-1-Rennens am Sonntag, sondern auch, weil Fürst Rainier sein 50-jähriges Dienstjubiläum als Staatschef begeht. Zur Feier des Tages gab er bekannt, dass sein Schwiegersohn Ernst August von Hannover neuer Verteidigungsminister des Zwergstaates werden soll. Der Grund, bei ihm werden sogar Knirpse zu Schlägern. Für uns hat Fürst Rainier einmal auf sein bewegtes Leben zurückgeblickt. Im Jahre 1832 erwarb ich das Fürstentum Monaco, und zwar im Tausch gegen dieses Klo. Unter dem Decknamen Monaco Français führte ich das Glücksspiel ein und kaufte mir von dem ersten Gewinn einen Oberlippenbart und die irische Volksmusikerin Grace Kelly aus Köln-Mühlheim. Meine Frau und ich zeugten mehrere Kinder. Unsere Tochter Stephanie wird Musikerin. Ihre Hitsingle My Voice is Armageddon ist der Startschuss zur neuen deutschen Welle und ihrer Band einstürzende Neubauten. Sie heiratet einen berühmten französischen Zugvogel. Nicht so viel Glück hatte ich mit meinem debilen Sohn Albert. Er litt unter großen Schmerzen im Nacken- und Hüftbereich, die er sich zu Hause beim Formel-1-Rennen zugezogen hatte. Mein Nachfolger wird wohl der alternde Zirkusclown Ernst August. Nie werde ich den Abend vergessen, als er um ihre Hand anhielt. Tja, das war mein Leben gar nicht mal so spannend. Die Energieversorgung ist nach wie vor ein Problem. In Hessen haben sich jetzt die Einwohner bei den Energiekonzernen beschwert. Jedes Mal, wenn sie sich Strom aus der Dose holen wollten, waren immer nur Ravioli drin. Zum Thema Energie haben wir uns einmal auf der Straße umgehört. Entschuldigung, wir machen eine Umfrage. Sparen Sie Energie? Oh ja, ich verzichte auf Atompilze und ich esse statt Ölsardinen nur Windkraftsardinen. Und Brot statt Böller. Ja, ganz genau. Und ich benutze nur Mehrkraftsteckdosen und Sex habe ich nur im Dunkeln. Ah ja, danke schön. Da haben wir ja auch einen Fachmann zum Thema Energie, nämlich einen Elektriker. Guten Tag, darf ich Sie mal fragen, können Sie mir das mit dem Strom mal zeigen? Ja gewiss, halten Sie mal die Kabel hier. Ja. Wir machen eine Umfrage. Wie sparen Sie Energie? Kommen Sie mal mit. Ich zeig es Ihnen, junger Mann. Können Sie mir jetzt endlich die Frage beantworten? Wie sparen Sie Energie? Ich rasiere mich nass. Das reicht. Auf Wiedersehen. Ach.
Oh mein Gott, hallo. Wie kommen Sie denn hier aufs Gelände? Hier war doch alles abgesperrt. Haben Sie die Warnschilder denn nicht gesehen? Abgesperrt? Nein, da war nicht abgesperrt. Wieso? Ja, Mensch, hier ist doch alles verstrahlt, Mann. Hier, halten Sie mal den Brennstab. Was? Ich besorge uns ein paar Schutzanzüge. Zurück zur Wochenshow. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist auch im Bundestag ein Thema. So wurden entsprechende Vorwürfe gegen den neuen Finanzminister Hans Eichel laut. Viele Frauen sind bereits über seinen Namen empört. Hans, was Sie in der nächsten Woche an Ferkeleien erwartet, das sehen Sie exklusiv in unserer Wochenvorschau. Montag. Nach einer durchzechten Nacht verschläft Bundestagspräsident Wolfgang Thierse. Da er den einzigen Schlüssel des neuen Reichstages verwaltet, stehen die Abgeordneten bis mittags vor verschlossenen Türen. Dienstag. Passend zum schönen Wetter bekommt Gerhard Schröder von einem Fan ein paar Rollerblades geschenkt. Da Schröders freie Zeit begrenzt ist, schenkt er Claudia Neute die Rollschuhe, verrät ihr aber nicht, wie man mit ihnen bremst. Mittwoch. Bei einem Schaulaufen mischt eine Konkurrentin der erkälteten Tanja Tschewtschenko Klebstoff in die Medikamente. Zwar meistert die Eisprinzessin ihre Kür, kann aber den Rest der Woche nicht mehr sprechen. Donnerstag. Der FC Bayern München veranstaltet ein Benefizspiel gegen eine Kinderauswahl. Nicht nur Fußballtrainer interessieren sich für den deutschen Nachwuchs. Freitag. Pierre Priest dreht eine Fortsetzung der Winnetou-Saga. Neben Inge Meisel als seine Stammesschwester Kiki Petra ergattert auch Ottfried Fischer eine Nebenrolle als tapferer Apachenkrieger. Am Donnerstag fand am Wörthersee das größte Golf-GTE-Treffen Europas statt. Zehntausende Fahrer stürzten mit ihren Autos die ganze Region in eine Golfkrise. Aber was macht die Faszination Golf-GTE eigentlich aus? Zu diesem Thema begrüße ich einen Fachmann. Hier ist Günni Vogt aus St. Augustin. Günni, Sie sind Vorsitzender des Golf-GTI-Clubs. Warum eigentlich gerade GTI, hä? Ja? Ich verstehe die Frage nicht. Ich meine, was ist an einem GTI besser als an anderen Autos? Was denn für andere Autos? Also, Günni, zum Beispiel einen Fiesta oder eine... Eine Fiesta, so ein Ding, was meine Mama fährt. Ja, also ich finde den Golf GTI besser. Ja, ich meine, so genau wollte ich das aber gar nicht wissen, Günni. Gut, Sie sind natürlich selbst Fahrer eines GTI. Hat denn Ihr Fahrzeug nun Extras? Ja, klar. Er hat also die Fahrertür hat er in Warenfarbe. Ja? Innenverstellbare Innenspiegel. Ja? Das Lenkrad links. Ja? Und so runterkurbelbare Fenster. Ja, ja. Ich meinte eigentlich mehr, Günni, außergewöhnliche Ausstellungsmerkmale. Ja, ich glaube, ich habe da bei Ihnen Hosenträgergurte gesehen. Na, ich schnau mich doch nicht an. Das ist was für Mädchen. Ne, das waren meine Hosenträger, die Sie da gesehen haben. Naja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, Günni, Golf-GTI-Fahrer, die gelten ja im Allgemeinen als etwas dumm, grob, unfreundlich, brutal, ungebildet, angeberisch, hilfsbereit, gut aussehend, kinderfreundlich, sympathisch und kontaktfreudig. Ich meine, was machen denn GTI-Fahrer bei so einem Treffen am Wörthersee? Ja, wir helfen uns jenseitig, ja. Wenn zum Beispiel mal so ein grob schlechter Kollege von uns, ja, sich mit so einer alten Dame um den Parkplatz prügelt, ja, da greifen wir natürlich ein. Ah, ja, ich verstehe, damit Ihr Freund keine Anzeige wegen Körperverletzung bekommt. Nee, damit er den Parkplatz bekommt. Ach so. Ja, und außerdem geben wir uns dann auch noch gegenseitig Tipps, ne, was man an so einem GTI noch verbessern kann. Ja, aber natürlich, da sind wir doch beim Thema. Ja, tiefer Leben, Breitreifen, getönte Scheiben, neonfarbene Stoßstangen, Schallensitze, Bassbooster, Blondine auf dem Beifahrersitz, Sonnenauspuff, Dreitonhupe, hä? Na, nee, das ist Rundausstattung. So. Nee, bei uns geht es in allererster Linie geht um Sicherheit. Ne? Deshalb habe ich ja auch meinen GTI so auf 350 PS aufgemotzt, ja? Und habe die Bremsen weggeschmissen. Ah, ne? Ja. Und was hat das mit Sicherheit zu tun?
Ja, damit versäge ich mit Sicherheit Ihren Porsche. Ja, toll. Ja. Schön. Sie merken, Günni, viele GTI-Fahrer im Publikum. Letzte Frage, Günni, was bedeutet eigentlich GTI? Bedeutet das Gehirn amputierter Totalidiot? Nee, GTI heißt Günni tritt Ingolf. Au! Oh! Das war ein Idiot. Sehen Sie gleich noch in der Wochenshow die unglaublichen Erfindungen des Herbert Görgens, niedliche Viecher bei Tiere suchen Menschen und Modezar Rudolf Mooshammer zu Gast bei Nina Rüde. Also, bleiben Sie dran! Und das sind unsere weiteren Themen. Erholsam, Helmut Schmidt macht Urlaub in Norwegen. Abgehoben, Boris Jelzin eröffnet russisch-japanisches Telefonnetz. Und feierlich, Chemnitzer eröffnet ersten Motorradladen. Sonntag, meine Damen und Herren, ist es soweit. Dann wählt die Bundesversammlung den neuen Bundespräsidenten. Damit auch alle richtig wählen, hat Johannes Rau vorsichtshalber schon mal jedem seine Telefonnummer gegeben. Bis es soweit ist, wollen wir einmal wissen, was macht eigentlich zurzeit Johannes Rau? Nach mehr als 50 Jahren Politik widmet sich Johannes Rau nun auch den schönen Dingen des Lebens. Zunächst versucht er sich als Künstler. Seine ersten Selbstporträts erweisen sich jedoch als Ladenhüter. Kurzerhand legt Rau seinen Pinsel weg und schleppt stattdessen bei einem Hollandurlaub jede Menge Frauen ab. Nach einer Routineuntersuchung durch den Hausarzt legt man ihm nahe, das Rauchen aufzugeben. Alles Quatsch, meint Rau und geht wie gewohnt seiner Arbeit nach. An seinem Geburtstag wird ihm zur Ehre eine Überraschungsparty in seiner Kirche veranstaltet. Der Pastor macht für ihn sogar ein Fass auf. Auch die Frauen der SPD denken an seinen Geburtstag. Nun kann er sich beruhigt auf sein künftiges Amt vorbereiten, da sich ein Präsident bekanntlich vor Groupies kaum retten kann. Gestern habe ich zu Hause eine Karaoke-Party gefeiert. Als ich besoffen war, habe ich das Mikrofon genommen und mich im Takt hin und her bewegt und dazu ein Liedchen getrillert. Als ich fertig war, habe ich allen meinen Hintern gezeigt und bin dann im hohen Bogen in die Menge gesprungen. Leider sind alle zur Seite gegangen. Die EU steht vor ungewohnten Schwierigkeiten. Der Versuch, Spargel auf Sizilien anzubauen, führte zu schrecklichen Nebenerscheinungen. Bei der Ernte kam es unter den Einheimischen immer wieder zu schweren Spargelstechereien. Wesentlich friedfertiger ist unser Experte in Sachen Ernährung. Es ist Frührentner, Vordenker und Visionär Herbert Görgens. Ich befinde mich hier unweit des Grundstücks von Herrn Herbert Görgens. Herr Görgens hat eine sensationelle Erfindung. Hallo, Donau! Von mir aus hier! An die Geräte zu Hause! Und an meinen Nachbarn Heinz! Der hat nämlich letztens Gemüse falsch rum angepflanzt. Und seitdem kann er sich die Radieschen von unten angucken. Sozusagen! Herr Görgens hat ein Gerät erfunden, das völlig ohne Strom auskommt, nicht wahr? Ja, das habe ich wohl! Gucken Sie sich mal dieses Huhn da vorne an. Ja, aber ich meine, so ein Huhn, das braucht doch nie Strom. Und was ist mit Legebatterie, ne? Da sehen Sie, dieses Huhn braucht keine Legebatterien. Das läuft mit Solarkraft. Herr Görgens, dann zeigen Sie uns doch jetzt bitte Ihre Erfindung. Ja, muss ich holen, soll ich? Ja, nun bitte. Also, hier. Das ist meine Erfindung. Das ist ein Mähdrescher. Den habe ich selber eigenhändig erfunden. Herr Gams, das ist doch kein Mähdrescher. Das ist doch eine ganz normale Fliegenklatsche. Was? Woher wollen Sie denn wissen, wie Fliegen klatschen, junger Mann? Hä? Das ist ein Mähdrescher. Gut, dann führen Sie uns Ihren komischen Mähdrescher doch jetzt einfach mal vor. Ja, kann ich wohl machen. Also.
Herr Gangs, was machen Sie da? Na, ich warte. Das ist doch ein Mähdrescher. Damit kann ich erst dressen, wenn er scharf Mäh sagt. Oh, komm ich jetzt im Fernsehen? Nein, zurück zur Wochenshow. Aber... Und nun der Nachrichtenüberblick mit der Frau, die jeder Bauer gern zur Ernte hätte. Anke Engelke. Der Nachrichtenüberblick. Kaiserslautern. Helmut Kohl war am Mittwoch Ehrengast auf dem Parteitag der CDU. Besonders Norbert Blüm war beeindruckt von dem staatsmännischen Auftreten des Ex-Kanzlers. Sag mal, Helmut, hast du die Zunge immer wie ein Hund draußen, wenn du schreibst? Ob der auch Stöckchen holt und heimlich das Bein hebt? Berlin. Außenminister Joschka Fischer befindet sich zurzeit im 7. Ehehimmel. Besonders glücklich ist er darüber, endlich eine Frau gefunden zu haben, mit der er über alles reden kann. Weißt du, ich habe dich geheiratet, weil man sich mit dir so schön unterhalten kann. Jo. Ja? Der neue Finanzminister Hans Eichel weiß nicht, wie er die leere Haushaltskasse füllen soll. Selbst für die einfachsten Ausgaben fehlt ihm das Geld. Hat mal jemand etwas Kleingeld? Ich muss dringend auf Klo. Lass mich mal mit Hose. Das ist doch viel zu viel. Nein, behalt, da kannst du mit abputzen. Achtung, ich komme dann jetzt gleich. Bonn. Deutsche Wissenschaftler machten eine sensationelle Entdeckung. Sie fanden heraus, dass die Neandertaler nicht mit uns verwandt sind. Trotzdem kommen sie an Weihnachten immer zu Kaffee und Kuchen vorbei. Bonn. Bundeskanzler Gerhard Schröder trägt neuerdings eine Brille. Seither sieht er die Welt mit ganz anderen Augen. Meine Frau Doris sagt, ich sei ein eitler Fatzke, weil ich mich bisher geweigert habe, eine Brille zu tragen. Doch ich muss zugeben, dass ich mit dem Ding alles viel besser sehe. Leider auch die Doris. Heute wünsche ich mir, das Nasenfahrrad schon vor der Hochzeit getragen zu haben. Aber was soll's? Wenn ich nach Hause gehe, ziehe ich die Brille einfach aus und die Doris ist eigentlich fast wieder so schön wie früher. Der Dalai Lama findet in Deutschland immer mehr Anhänger. Dabei sind die zumeist jugendlichen Menschen besonders begeistert von seinen Mönchsgesängen. So dick ist das Zigeunerleben, Dalai Lama ho, la la la. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zur Luft. Danke, Anke. Formel-1-Fahrer, meine Damen und Herren, haben es nicht leicht, wie das Rennsport-Groupie Katie Price jetzt der Presse erzählte, soll Ralf Schumacher im Bett nicht gerade der spritzigste gewesen sein. So ließ er sie die ganze Zeit nicht an seinen Steuerknüppel, konnte sich nicht für den richtigen Gummibelag entscheiden und hielt jede der Kurven für eine Schikane. Richtig, in Fahrt kommen Sie auf jeden Fall bei unseren Werbespots. Kennen Sie das? Sie sitzen mal wieder allein in Ihrer Küche und stopfen alles in sich hinein, was der Kühlschrank hergibt? Dabei wollen Sie doch so gerne abnehmen. Doch jetzt gibt es ein neues Produkt, das Ihnen hilft, in kürzester Zeit abzunehmen. Bestellen Sie sich Entnahrungscreme. Denn mit Entnahrungscreme ist es so einfach. Bestreichen Sie einfach Ihre Lebensmittel. Und schon ist alles ungenießbar. Sie essen weniger und nehmen mehr ab. Holen Sie sich die einzigartige Entnahrungscreme. Sie werden staunen. Und jetzt ganz neu Entsagungscreme. Exklusiv in Toupet. Versaute Friseusen kriegen sich aus Sexgier in die Haare. Test. Können Glatzköpfe ihrem Chef besser in den Hintern kriechen? Doppelleben sexgierige Hausfrauen. Tagsüber liebevolle Mutter, nachts im Friseursalon. Toupet. 10 Stunden nonstop. Heißer Sex unter der Trockenhaube. Wonne oder Wahnsinn? Neue Haarschneidetechniken fordern immer mehr Opfer.
Toupet-Sonderausgabe mit frechem Ponykalender und versauten Haargummis zum Sammeln. Toupet, jetzt bei Ihrem Friseur. Sie kennen das Problem. Sie wollen nur schnell ein Bild aufhängen, doch schon nach einigen Hammerschlägen stellen Sie fest, dass Sie wieder nur Nägel für die gegenüberliegende Wand gekauft haben. Damit ist jetzt Schluss. Denn jetzt gibt es den Giri 2000, den Nagel für beide Seiten. Bestellen Sie jetzt. Denn wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie dieses Taschenmesser mit Fernbedienung gratis dazu. Rufen Sie mich jetzt an. Meine Frau weiß Bescheid. Hallo zu einer neuen Ausgabe von Trend in Prozent, dem Meinungsmagazin der Wochenshow. Die Hautärzte, meine Damen und Herren, können es kaum erwarten. In gut 3 Wochen beginnt wieder die Hauptreisezeit. Aus diesem Grund stellten wir uns in ein Reisebüro und fragten 100 Reiselustige, wohin fahren Sie in Urlaub? 23% sagten nach Thailand, da soll das Essen so gut sein. 76% antworteten nach Mallorca, weil ich will endlich gut Deutsch lernen tun. Und der kleine Kerl mit dem leuchtenden Finger meinte, nach Hause. Nach diesen Antworten packte uns das Reisefieber und wir legten zusammen, um spontan eine Reise zu buchen. Das brachte uns automatisch auf die zweite Frage. Wofür geben Sie im Urlaub das meiste Geld aus? Darauf antworteten 23% für das gute Essen in Thailand, 45% für den Fremdenführer, der einen wieder aus der Pyramide herausführt und 32% sagten für die echte Rolex, die komischerweise grüne Streifen am Handgelenk hinterlässt. Nach diesen Antworten stand für uns fest, dass wir unseren spontan gebuchten Urlaub sofort antreten wollten, aber leider hatte das Reisebüro inzwischen pleite gemacht und unsere Buchung wurde ungültig. Also hatten wir noch eins zu tun, nämlich die Frage der Woche zu stellen: Woran erkennen Sie, dass Ihr Reisebüro Sie übers Ohr gehauen hat? Auf Platz Nummer 10, der Flug dauert 2 bis 16 Stunden, je nachdem, wie schnell Sie mit den Armen schlagen. Auf der 9, auf der ganzen Insel gibt es nur einen weiteren Touristen und der heißt Freitag. Auf der 8, Rambo holt Sie nach 5 Jahren wieder raus. Auf Platz Nummer 7, Sie werden von den Köchen freundlich begrüßt, schließlich sind Sie das Hauptgericht. Auf Platz Nummer 6 der aktuellen Umfrage, das Reisebüro wird von einem gewissen Herrn Schiller geleitet und steht in der Lindenstraße. Auf Platz Nummer 5, das Wasser ist so klar, dass man auf dem Grund sogar die Plutoniumfässer sehen kann. Auf Platz Nummer 4, an der Hotelbar gibt es nur 2 Dinge, Cholera und Cholera Light. Auf der 3, der Pilot hat auffallende Ähnlichkeit mit Stevie Wonder. Auf Platz Nummer 2, schon nach 3 Tagen sind sie wunderbraun, aber nur weil die Klospülung nicht funktioniert. Und das deutlichste Anzeichen dafür, dass Ihr Reisebüro Sie übers Ohr gehauen hat, ist auf Platz 1, Sie sind immer noch zu Hause. Das war Trend in Prozent für diese Woche. Mein Freund, der Franz und ich, der Freund vom Franz, wir werden heute etwas Tolles aufsagen. Ich darf vielleicht schon verraten, es handelt sich um ein Gedicht. Der Franz, der hat ein Doppelkinn und die Grundgebühr ist auch schon drin. Die Gattin des Bundeskanzlers Doris Köpf ist sich selbst für die unangenehmsten Küchenarbeiten nicht zu schade. Selbst Geflügel enthauptet sie höchstpersönlich. Man muss nur laut ihren Namen rufen. Viel netter zu Tieren ist man in unserer Wochenshow-Rubrik Tiere suchen Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tiere suchen Menschen. Auch heute präsentieren wir Ihnen wieder einige possierliche Lebewesen, die ein neues Umfeld brauchen. Und nun habe ich Herrn Dinkel aus Dortmund zu Gast mit einem ganz besonderen Tier.
Guten Abend. Fritzi, komm, setz dich. Das ist Fritzi. Oh, was ist denn das für ein niedlicher Racker? Geh doch da mal weg. Das ist ein Allesfresser. Ich ganz, ganz lieber. Fritzi ist sehr zutraulich, aber nicht ohne Komplikationen. Er kommt eigentlich aus Alaska. Das ist seine ursprüngliche Heimat, aber da hat er natürlich keine natürlichen Feinde. Komm, Fritzi. Oh, wie schön. Ein Allesfresser. Ja, das mit der... Und Fritzi macht seinem Namen alle Ehre. Ja, das mit der Allesfresserei, das hat Vor- und Nachteile. Nicht? Auf der einen Seite... Auf der einen Seite ist man nicht von der Tierfutterindustrie abhängig. Komm, Fritzi, lass das sein. Auf der anderen Seite frisst er einem manchmal die Haare vom Kopf. Ja, das stimmt. Er scheint wirklich alles zu wollen. Kabel. Ja, das macht er gerne. Kameraleute. Stühle. Stühle. Und Schuhe. Und so schnell. Fritzi. Er kann auch hochspringen und klettern. Ja, ja, das ist kein Problem. Und Fritzi scheint sich für Technik zu interessieren. Hops. Das ist jetzt natürlich nur... Er ist sonst ganz zutraulich, aber jetzt ist er ein bisschen aufgeregt wegen der fremden Umgebung. Sie verstehen, Fritzi, lass es sein. Wer Fritzi für ein paar Tage zu sich aufnehmen will, der kann bei Herrn Dinkel anrufen. Nee, 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 nicht bei mir anrufen. Das Tier hat das Telefon schon. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit ein paar Tieren, die sich in Lauge-Blau färben. Sport, meine Damen und Herren, ist nicht nur gesund, es soll auch den Sexualtrieb fördern. Besonders junge Männer sollen beim Joggen, Surfen oder Radfahren enorme Lust auf Sex bekommen. Leider werden ihre Gefühle von Turnschuhen, Surfbrettern und Fahrrädern nicht erwidert. Über die Auswüchse des modernen Sports klärt uns jetzt unser Gastkommentator Herbert Knebel auf. Ja, ja. Ja, stimmt. Mann, Mann. Frau Globs, ich sag's dir, die Tage, ne, da bin ich regelrecht in ein Inferno reingeraten, ne. Also, Sie können froh sein, dass ich hier überhaupt zugegen bin. Ich bin da fast unter die Räder gekommen, aber ich erzähl Sie mal die Ereignisse von der Chronologie aus, also, wie es losging, ne. Ja, es war Sonntagnachmittag und ausnahmsweise Bombenwetter, ne, also ein Wetter zum Eierlegen, ne. Ja, und ich hab schon befürchtet, dass meine Frau gleich kommt und sagt, Sie hätten eine Idee. Ja, nach so Jahren von der Partnerschaft, da weiß man schon instinktiv, was in eine Partnerin geschossen wird, ne? Und richtig, halbe Stunde später saßen wir in der S-Bahn, Preisstufe 3, Richtung Baldeneysee für zum Spazierengehen. Ja, jetzt werden die Erfahrenen unter Sie direkt sagen, was? Baldeneysee, spazieren laufen, das geht doch gar nicht mehr. Tja. Das hätten Sie mal eher sagen sollen, ne? Naja, es fing noch harmlos an. Wir sind erstmal mit der Weißen Flotte vom Regattaturm bis Haus Scheppen gefahren, ne? Und wollten zurück, wollten wir dann schön laufen. Also nicht über das Wasser, sondern auf Schusters Rappen, ne? Da hör mal, da steigen wir da aus. Da war das, als hätten wir in ein Wespennest geschossen, ne? Da ging nur noch wut, wut, jöm, jöm, wut, ja. Das waren diese Innenleinfahrer, aber nicht zwei oder drei von die, sondern alle, ne? Ich sag's dir, sowas hab ich echt noch nie erlebt, ne? Das hat schon mehrere Minuten gedauert, bis wir überhaupt den Sprung auf den Fußweg geschafft haben. Und ab da mussten wir um unser Leben zittern. Ich meine, die Fahrer, ne? Die haben ja gut kacken, ne? Ja, denen kann ja nichts passieren. Die sind ja gepolstert wie mein Sofa zu seinen besten Zeiten. Aber unser einer, wenn ich das gewusst hätte, da hätte ich mich auch anders angezogen. Mit Kettenhemd und Morgenstern noch. Und dann hätte ich den offenen Kampf gesucht. Nee, diese Städter, das ist schon eine Seuche für sich. Also, wie dieses Rollkommando zu Tausenden auf uns zukam, ne? In ein Affenzahn. Und alle sahen so aus wie der Robocop oder der Terminator höchstpersönlich, du. Das war schon zum in die Buchse machen, ne? Wenn man was uns den Rest gegeben hat, war dann so ein Oschi von Fahrer, ne? Also so ein Modell Ottfried Fischer. Man, der kam da mitten auf uns zugeeiert, ne? Und ich sah schon an seinen Schwanken, der ist nicht sicher. Und er schrie auch wie am Spieß. Weg da! Ich bin nicht sicher! Ich kann das gar nicht! Haut ab! Ich sag, wusste, der Rollmops kommt! Tja, da blieb uns nur der rettende Sprung in die Büsche, ne? Ja, und dann haben wir uns praktisch auf unsere alten Tage durch das Unterholz
für die nächste Anlegestelle von die weißen Flotte gerupft, ne? Was für uns praktisch so eine Kap an der Mur war. Hör mal, wir kamen nach Hause wie zwei Vertriebene. Aber ich sag's dir, irgendwann, da traue ich mich noch mal dahin, ne? Aber erst, wenn ich aufgerüstet hab, doch. Ja, da lass ich schon mal unauffällig in einmal Erbsen fallen, ne? Oder festen Sekundenkleber rutscht mir schon mal aus der Hose. Oder am besten überall so Umleitungsschilder aufstellen. Mitten in den See rein. Ja, nu, ich bitte Sie, für mich zählt das zur Notwehr, ne? Mann. Unser Gastkommentator, Herbert Knebel. Auch Rentner, meine Damen und Herren, müssen sich ein paar Mark dazu verdienen. Dies hat auch Altbundeskanzler Helmut Kohl entdeckt. So macht er jetzt nicht nur Werbung für eine Zeitung. Nein, nebenbei schlägt er sich auch noch auf dem Bau durch. Als Abrissbirne. Was in Bonn sonst noch Erstaunliches passierte, das sehen Sie jetzt in unserer Bundestagssoap Bonanza. Sind Sie nun eine weitere Folge der Erfolgsserie Bonanza. Diesmal mit dabei die schlaue Ingrid. Ein Mann, den ich gar nicht kenne. Vater Abraham, aber ohne Schlümpfe. Und vielleicht auch mit nicht. So, guten Morgen, liebe Kinder, Kollegen. Guten Morgen, Herr Thierse. Setzen. So, ich habe mir gestern Nachmittag mal eure Hausaufgaben angesehen und mit Erschrecken festgestellt, die meisten von euch offenbaren Probleme mit dem Kopfrechnen. Und deshalb werden wir das heute üben. Ingrid, du hast als einzige null Fehler vorzuweisen. Komm bitte nach vorne und stell den anderen mal eine knifflige Rechenaufgabe. Oh Gott, jetzt aber bloß nichts wie weg hier. Wenn ich die Matthäus Meyer höre, wird mir immer schlicht. Aber gerne, Herr Thierse. Folgende Textaufgabe und schön aufpassen. Also, ein vollbesetzter Personenzug fährt von Münster nach Hamburg. Dort steigen zwei Männer aus. Zwei Männer, das fängt ja gut an. Diese beiden Männer gehen in ein leeres Haus. Nach einer Weile kommen drei wieder heraus. Was ist passiert? Zwei, drei. Kolleginnen und Kollegen, für mich als Justizministerin ist der Fall klar. Oh, bei dem dritten Mann handelt es sich um einen Tunnelgangster, der wahrscheinlich illegal in das Haus eingedrungen ist. Zwei Männer gehen rein, einer im Sinn. Boah, ist das schwer. Hallo, ist da die Auskunft? Passen Sie mal auf, zwei Männer gehen in ein Haus. Was? Hör mal zu, Opa, ich bin hier mitten in den Dreharbeiten für meinen neuesten Actionfilm. Häng also sofort den Hörer in die Gabel oder ich benutze dich beim nächsten Stunt als Luftkissen. Klar, du Vollidiot? Hallo? Aufgelegt. Liebe Kollegen, ich muss vielmals um Entschuldigung bitten. Aber ich habe vorhin versehentlich die falsche Frage gestellt. Hallo, mit wem spreche ich denn? Hier spricht die Doris. Die Doris Köpf. Wer spricht denn dort? Ach, grüß dich, Helmut. Hier ist die Doris. Hallo, aufgelegt. Ich hab die Doris angerufen, aus Versehen. Toll. Richtig hätte die Frage lauten müssen, zwei Männer gingen hinein, drei kamen heraus. Wie viele Männer waren in dem Haus? Moment, Ingrid, ich glaube, jetzt hast du uns alle ziemlich verwirrt. Deshalb mein Vorschlag, ihr habt bis morgen Zeit, denn das ist eine sehr schöne Hausaufgabe. Tschüss, bis morgen. Schon wieder Hausaufgaben. Danke, Ingrid, du alte Schreckschraube. Wen wollte ich eigentlich anrufen? Wieso ist dem Gerhard schon wieder die Frau weggelaufen? Und wieso machen meine Bodyguards so komische Sachen? Antworten auf diese und andere Fragen in der nächsten Folge von Bonanza. Unergründlich, unfassbar, unmöglich. Kommen Sie mit mir in meine Welt, in die unergründliche Welt des Rasputin Waldo Breuler. Gehen wir gemeinsam an die Grenze des Verstandes. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Immer wieder sonntags, dibi dibi dip dip dip. Guten Abend.
Viele Menschen haben Probleme und Sorgen, aber ich, Rasputin, Waldo Breuler, der große Rasputin, Waldo Breuler, ich bin auf dieser Welt, um die Menschen zu helfen mit meinen Wunderkräften. Und ich habe schon in der frühesten Jugend als Kind habe ich gemerkt, dass ich nur durch diesen wundersamen Blick, diesen kräftigen Blick in der Lage bin, Dinge einfach zu vergrößern. Kommen wir nun zu unserer Fernheilung der Woche. Ich wende mich an alle Menschen, die Schmerzen haben beim Sitzen. Hämorrhoiden sind ein großes Problem. Aber ich, Rasputin Waldo Breuler, ich werde nun versuchen, diese Hämorrhoide-Krankheit von Sie zu nehmen und Sie davon zu befreien. Stehen Sie nun auf. Ziehen Sie die Hose herunter, drehen Sie sich herum und kommen Sie ganz nah mit Ihrem Podex an die Fernsehgerät heran. Kommen Sie nah, kommen Sie näher, kommen Sie nicht ganz so nah. Und jetzt kreisen Sie Ihre Hintern vor den Fernseher. Und ich werde mit meinen telepathischen Kräften diese Ihre Hämorrhoiden auf mich übertragen. Ich spüre Ihr wieder. Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Sie ist ein junger Mann, der unsere Zeit voraus ist. Begrüßen Sie mit mir Björn Kossel. Guten Abend. Björn, wie alt Sie... woher wusste Sie, dass ich Sie fragen will, wie alt Sie sind, Björn? Ja, nichts einfacher als das, nicht wahr? Eigentlich können wir uns auch dieses Gespräch komplett ersparen. Ah, Sie meinen, weil ich mit meinen telepathischen Kräften Ihre Gedanken sowieso erraten kann? Nein, indem Sie meinen Lebenslauf lesen. Ah gut, Björn, lassen wir das. Björn, Sie haben eine ungeheure Fähigkeit. Sie können in die Zukunft sehen, Björn. Wie kam das, wie kamen Sie an diese Fähigkeit denn, Björn? Ja, schon früh stellte ich meine außergewöhnlichen Fähigkeiten fest. Ja, wie erzählen Sie, Björn? Ja, also wenn ich als junger Mann zu den Damen gegangen bin und ihn an den Busen gefasst habe, wusste ich schon im Vorhinein, ich kriege eine geklebt. Aber Björn, das ist doch nichts Besonderes, das kenne ich. Das geht mir heute auch noch manchmal so. Björn, was haben Sie sonst noch für Fähigkeiten? Ich sehe ein Bild. Ein Bild? Wo? FC Bayern wird Meister. Ja, Björn, ist es doch schon mal vorgekommen, dass Ihre Vorverzeihungen nicht eingetreten sind? Ja, doch einmal, das war im Kino. Ja. Ich habe mir Titanic angesehen und ich war eigentlich felsenfest davon überzeugt, das Schiff, das schafft es doch noch. Ah ja, Björn, ich verstehe. Ja, ja, das ja. Ist klar, ich... Was ist? Ich sehe wieder ein Bild. Ja, morgen früh geht die Sonne auf. Und morgen Abend geht sie wieder unter. Na, die sind eine Scharlatan, sind Sie. Sie werden sauer und beleidigen mich. Sie sind eine Idiot. Sie edeln den Auswurf einer Pustermücke. Warten Sie ab. Ein Unglück steht bevor. Was? Ein Unglück. Die Ungläubiger. Morgen früh. Morgen früh, nein, jetzt steht ein Unglück bevor, Björn. Und ich weiß ja auch, was das für ein Unglück ist. Ach nee, dann ja, zeigen Sie Björn, doch mal. Ich werde mit meinen telepathischen Kräften. Ich werde, mein lieber Björn. Nein, ich habe ein Geschenk für Sie, Björn. Ich nehme meine telepathischen Kräfte zusammen und weichet von mir! Hemmo! Hemmo! Ah, das ist denn gut! Das war die wundersame Welt des Rasputin Waldo Breuler. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn ich wieder Wundervolle bringe. Ist ja sehen Sie gleich noch in der Woche.
Show, den Modefürsten Rudolf Moshammer, zu Gast bei Leute, Leute, Leute mit Nina Rüde. Also bleiben Sie dran! Willkommen zurück zur Modeshow. Meine Damen und Herren, Models sind nach wie vor die Idole unserer Zeit. So hat eine Umfrage jetzt ergeben, dass jede dritte Frau in Deutschland gerne Claudia Schiffer wäre. Noch erschreckender ist jedoch, dass inzwischen auch jeder dritte Mann gerne Claudia Schiffer wäre. Eine echte Expertin in Sachen Mode ist Nina Rüde. Sie hat heute sogar einen Großmeister der Modeszene zu Gast. Sehen Sie, Leute, Leute, Leute. Willkommen bei Leute, Leute, Leute. Ich bin Nina Rüde. Wie immer das Neueste über Stars, Prominente und Leute, Leute, Leute. Papst Johannes Paul bekundet öffentlich seinen Unmut über Internet und E-Mail. Er verlässt sich weiterhin auf seine Brieftauben. Teurer Kneipenbesuch für den Wiener Künstler Friedensreich Hundertwasser. In einer Kneipe stellte er sich nur mit seinem Nachnamen vor und erhielt vom Wirt 100 Glas Wasser. Die gewonnene Meisterschaft und die darauf folgende Meisterfeier legte vergangene Woche den gesamten FC Bayern lahm. Einzig Mario Basler erwies sich als erstaunlich trinkfest. Hier zu unserem heutigen Gast. Er ist einer der bekanntesten Modeschöpfer und gehört zur Münchner High Society wie der Kölner Dom zu Düsseldorf. Begrüßen Sie mit mir Rudolf Moshammer. Herr Moshammer, Modeschöpfer, Medienstar, Multimillionär, Muttersöhnchen und Morgenmuffel. Wie bekommen Sie all das unter einen Hut? Ich schneidere einfach größere Hüte. Schöne Idee, geniales Konzept. Herr Moshammer, Sie schneidern nicht nur große Hüte, sondern Sie haben auch ein großes Herz für Obdachlose. Ja, ich habe ein großes Herz. Ich habe ein sehr großes Herz. Eigentlich ist alles bei mir groß. Ich habe große Schuhe und ich habe große Brille und ich habe große Gefühle. Und nicht zuletzt habe ich auch einen sehr, sehr großen... Ich verstehe. Einen großen Lümmel, ein dickes Ding, ein Pillematz? Nein, einen großen Wagen. Ich habe einen großen... Rolls Royce, der hat 350.000 Mark gekostet. Aha, Sie haben also alles erreicht. Ja, schauen Sie, ich habe nicht alles erreicht. Es ist so, meine Mutter, die hatte so eine Keksdose und die hat sie immer so ganz oben drauf auf den Schrank gestellt und die habe ich nicht erreicht. Aber... Danach hat sie mir als Trost etwas geschenkt, das war noch sehr viel süßer wie die Kekse. Ihr Aftershave? Nein, sie hat mir mein Ein und Alles geschenkt, meinen kleinen Hund, die wunderbare Daisy. Herr Moshammer, Ihre Familie ist ja richtig reich, sagen Sie, müssen Sie eigentlich noch auf den Pfennig achten? Nein, eigentlich nicht, also ich sage immer genug Moshammer. Sie sind ja nicht verheiratet, Sie haben keine Kinder, Ihre Mutter ist tot. Keiner kann Sie leiden, niemand nimmt Sie wirklich ernst. Ja. Wem möchten Sie eigentlich Ihr gesamtes Vermögen später einmal vererben, Sie, uns Kerl? Ja, wissen Sie, Frau Rüde, es ist ja so, ich komme aus einer Familie, wir besaßen ja nichts. Ja? Wir hatten ja nichts. Als Kind hatte ich nicht einmal einen Schnurrbart. Ja? Also...
Ich sage immer, ich kam aus sehr ärmlichen Verhältnissen. Ach, ich dachte, Sie kommen aus München. Ja, ich komme aus ärmlichen Verhältnissen und aus München, nicht wahr? Also, ich habe mir eigentlich alles selbst erarbeitet, mit diesen Händen. Auch München? Herr Moosschöpfer, Herr Modehammer, Herr, Entschuldigung, ein Versprecher, Lapsus, Versehen, Fehler, Defekt, Dummheit, Entgleisung, Fauxpas, Irrtum, Macke, Missgriff, Inkorrektheit. Herr Mooshammer, Sie entwerfen die neuesten Kollektionen. Ich würde Sie gerne etwas Persönliches fragen. Was halten Sie von mir und meinem Outfit? Tja, ich muss sagen, das ist schon alles ganz wunderbar. Die Schuhe, ganz wunderbar, das trägt man heute so. Unterwäsche wäre schön gewesen, muss aber nicht sein. Gestatten Sie mir das zu sagen, aber da oben rum, da würde ich einiges ändern. Ach, Sie meinen die Kette? Nein, den Kopf, der wackelt so. Das war, Leute, stellt mich wieder rein. Ganz Deutschland, meine Damen und Herren, feiert die 15. Meisterschaft des FC Bayern München. Selbst Allstar Lothar Matthäus hat so ausgelassen gefeiert, dass er fast gar nichts mehr gemerkt hat. So können wir ihn in unserer Sonntagszeitung einmal zeigen, wie der DFB ihm die nicht ganz originale Meisterschale in die Hand gedrückt hat. Das war die Wochenshow. Und wenn Sie bei unserem Klaus allein zu Hause Gewinnspiel mitmachen wollen, dann klicken Sie einfach im Internet an www.wochenshow.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Ein schönes Wochenende. Tschüss.